Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zu Alpha Saphir Projekt Chillerpin und mein Glückssignal wird direkt wahrgenommen. Oh mein Gott. Es läuft echt gut in Projekt Chillerpin. Ich habe gerade geschrieben, Aukraft Level 3 EP brauche ich. Denn, meine Damen und Herren, wir werden in dieser Folge auch einige Pokémon entwickeln. Ammonitas, Enton und Ponita sind aktuell dabei. Wir können uns vor Anfragen kaum retten. Das muss man einfach mal so sagen. Sind echt viele Leute da, die mit uns Pokémon tauschen wollen. Und die Resonanz ist echt gigantisch. Es sind wirklich super viele Leute online. Und ja, so geht es weiter mit Projekt Chillerpin. Wir haben hier Chomper draußen, unser Knackerack. Ja, und das besiegt einfach mal Voltenso One-Hit jetzt mittlerweile. Angriffskraft, auch die natürlich nicht so schlecht, ja, die können wir gut gebrauchen. So, jetzt gibt es ein paar Level-Ups für Ammonitas. Etwas weniger, ja gut, wir haben jetzt Angriffskraft bekommen, aber irgendwie ein bisschen wenig Erfahrungspunkte, oder? Warum bringen das so wenig Erfahrungspunkte? Eieiei. Ach Gott, versucht das auch nur seinen Kopfstoß zu erlernen. So. Dann werden wir das definitiv ein bisschen anders machen. Weil ich habe für so Fälle auch einen Plan B, meine lieben Freunde. Falls ihr die Folge mit Besser trainieren von Heiterer oder mit Heiterer noch nicht geguckt habt, solltet ihr das mal unbedingt nachholen. Echt klasse, dass man da so wirklich so gut trainieren kann. Und ich werde euch einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und dann nochmal kurz erklären. Denn man hat so QR-Codes, die kann man einscannen hier auf der geheimen Blumenwiese. Und da gibt es nur Heiterer-Basen, die sich auch selbst vergiften und sowas. Und das ist echt klasse, weil dann kommt man einfach voll viele Erfahrungspunkte. So, wir haben noch 55 Sekunden EP-Kraft. Oh, 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 oh. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So, wir machen mal den Levelbewahrer an. Den habt ihr auch ganz häufig gefragt, wie macht man den an? Das kann eventuell sein, dass das sogar nur nach der Delta-Story funktioniert. So, brauchst du noch irgendwas? Lass uns kämpfen. Jo, alles klar, hau raus. Es gibt erstmal dreimal Heiterer. So, hier sind meine drei Pokémon, die ihr Glück versuchen. Wir machen Erdbeben. Das trifft jetzt erstmal nur die beiden Heiterer. Deswegen werden wir auf das andere Heiterer dementsprechend irgendwelche Attacken machen, die es Schaden zufügen. So, erstes Heiterer besiegt. Natürlich gibt das haufenweise Erfahrungspunkte. 44.290, komm. So. Tja, jetzt wird hier Level erreicht. Also, gibt es hier ein paar Level-Ups. Ja, sogar Chomper erreicht man gerade drei Level. So, so sieht das Ganze doch mal schick aus. Ne, so geht's schnell. So, Ammonitas kriegt auch ein paar Level-Ups. Muss Level 40 werden. Dann entwickelt es sich nämlich zu Amoroso. Das haben wir nämlich noch nicht Level auf dem Pokédex. So, 28 auf dem besten Wege dahin. Lake. Oh, eine wunderbare Attacke, die ich mir ansonsten beibringen würde. Wie gesagt, machen wir jetzt aber erstmal nicht. Enton auch auf dem besten Weg zur Entwicklung. Oh ja. Überflutung macht das gegnerische Pokémon zu Typ Wasser. Auch Ponita kriegt einige Level-Ups. Auch das entwickelt sich auf Level 40, soweit ich weiß. So, Level up, Level up, Level up, Level up, liebe Freunde. So muss es gehen. So, er lernt wieder eine Attacke, war ja klar. So, dann hier. Erdbeben, zack. Double KO hier bei Heiterer. Nicht ganz. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht für das eine Heiterer. Ja, für Chomper reicht es aber definitiv für ein paar Level Ups. Krank. Krank.
Wir wollen ja auch schließlich die Pokémon hier schnell zur Entwicklung bringen. So, Level 30, Level 31 und in dem Tempo geht es weiter. Anton wird sich wahrscheinlich entwickeln, so wie das aussieht. Ja, das reicht beim nächsten Versuch von Hytara. Ponyta erreicht Level 30, 31, auch das auf dem besten Weg zur Entwicklung. Inferno, auch das bringen wir jetzt erstmal nicht bei. Level 34. Aquawelle hat es mal getroffen, hat aber nicht gereicht. Hier das liebe Pokémon zu besiegen, machen wir Drachenklaue und der Rest ist eigentlich klar. So, Hytara besiegt, meine lieben Freunde. So, gibt's nochmal 44.290 Erfahrungspunkte. Also einiges. So geht's voran, ne? Auch das liebe Sklaven-Pelipper schon fast Level 100. Dabei ist das ja eher nur nebensächlich im Level-Up. So, Ammonitans erreicht ein paar Level. Ach Gott, die liebe Schutzschildattacke. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Auch das auf dem besten Wege zur Entwicklung. Noch drei Level. Antikraft. Anton entwickelt sich. Anton entwickelt sich schon mal. Ja, das ist auch toll, dass es sich entwickelt. Komm, Ponyta vielleicht noch. 37. Das reicht auch nicht ganz. So, aber es gibt eine Entwicklung definitiv. Anton entwickelt sich nämlich weiter zu Enteron. Sü. Kratzel, kratzel. Kritzel, kratzel. Und Enteron ist im Pokédex. Klasse. So. Weiterentwicklungen gibt es jetzt, glaube ich, keine mehr. Nee. So, EP-Kraft hat nachgelassen und prompt bekommen wir die nächste EP-Kraft. Ja. So, Leute. Dann machen wir das jetzt mal wie folgt. Wir fliegen auf Route 117. Da gibt es nämlich auch ganz, ganz viele Trainer. Und wir werden jetzt Enteron ablegen. Auf die Box abgeschlossen natürlich, denn das ist ja fertig. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge einen Digda irgendwo gefangen. Wäre natürlich klasse, wenn wir das auch weiterentwickeln könnten. Ich habe jetzt natürlich auch super viele Pokémon von euch bekommen. Ja, hier ist Digda. Das werden wir jetzt mal gegen Enteron austauschen. So. Das kommt hier rein. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Federfossil, ja gut. Vielleicht machen wir mal Items bewegen, dass wir die Items mal dringend in den Beutel holen. So, Beutel. Beutel. Und natürlich nochmal Beutel. So. Dann, liebe Freunde. Es gibt jetzt erstmal EP-Kraft natürlich ganz viel. Aber was wir auch brauchen, ist natürlich ein Trainer, den wir hier nutzen können. Wir nehmen den Drialeten mal. Der bringt nämlich einige Erfahrungspunkte. So, und da darf natürlich wieder Knackerer ran. Nimm wieder Ball gefangen, interessant. Drachenklaue, das sollte reichen. Dodri K.O. gehauen. Boah, das gibt Erfahrungspunkte und natürlich erreicht hier prompt Digda ein Level. Das hat aber gerade mal für ein Level abgereicht, also nicht mal so viel. So, machen wir Erdbeben und das sollte auch für Arcani hier reichen. Sogar noch ein Volltreffer gelandet, den ich jetzt aber nicht unbedingt gebraucht hätte. Ja, Chomp erreicht zwar ein Level, aber ich bräuchte natürlich ein paar andere Bomben, die auch mal ein Level erreichen. 17. Ja. War ja nicht viel, was hier ein Level erreicht. Hat zweimal ein Dicta-Level ab. Cool, ein KP Plus bekommen. Sam möchte mit mir Pokémon tauschen.
glaube, den habe ich mal sogar nicht angenommen in der letzten Folge. Dann tauschen wir mal mit ihm eine Runde Pokémon. Bin mal gespannt, ob er kapiert hat, dass ich jetzt Kanto-Pokémon suche. Quapsel Knofensa wäre ganz super, wenn das jemand hätte. Ich habe noch kein Glückssignal dazu rausgehauen. Aber mal gucken, vielleicht kommt ja jemand auf die Idee, ein Quapsel zu tauschen. Also wir sind gespannt. Drei Pokémon haben wir ja in der letzten Folge gesagt, darf jeder tauschen, wenn einige online sind. Mal gucken, was er mir so als erstes anbieten wird, wenn er denn mal überhaupt was anbietet. Arabautz, das haben wir schon. Bitte, ein anderes Pokémon. Ist er jetzt auf Tauschen gegangen? So. Wir gucken mal, das zweite Pokémon, was er noch so hat, ist Georok. Auch das Pokémon haben wir bereits im Pokédex. Ich will mit dir gerne Pokémon tauschen, aber natürlich habe ich die Pokémon bereits in der Folge im Pokédex Slimog. Wunderbar. Heißt Gidek. Gidek. Sau cool. So, machen wir mal so. Gegen Magnetilo, würde ich mal sagen. So, Magnetilo kann weg. Slimog nehmen wir hin. Eines der nervigsten Gift-Pokémon, das ich überhaupt kenne. Bis heute. Neben Bisaflor natürlich. ja, aber Slimog echt wirklich super nervig als Gift-Typ. Wenn ihr mal irgendein Gift-Pokémon sucht, was ihr definitiv als nerviges Gift-Pokémon spielen sollt, Slimog kann ich euch nur empfehlen. Es wird jeden Gegner zur Verzweiflung bringen. Ja, gucken wir uns mal an, was er uns noch so bieten wird. Slimog war ja ein wirklich guter Tausch gewesen. Aber es gibt natürlich auch noch viele, viele andere Pokémon, die hier getauscht werden können. So. Er sucht. Aber er findet anscheinend nichts. Ich habe viele Pokémon im Repertoire, die ich dir gerne wieder zurücktauschen würde. Ein Dodre. Da hat jemand aufgepasst anscheinend, weil das brauche ich nämlich auch. So, da ist noch ein Wunderer, das trägt aber keinen ovalen Stein. Deswegen können wir das jetzt einfach mal so wegtauschen. Dodre. Ah, Dodre auch im Pokédex, schön. Jetzt noch ein Pokémon, was du tauschen darfst. Danach brechen wir den Tausch ab, denn es wollen natürlich auch noch andere Leute hier Pokémon tauschen. So, bin mal gespannt. Ich hau mal auch gleich ein Glückssignal raus zu. Ich brauche einen Quapsel. Bin mal gespannt, ob jemand das hat. So, das wird nämlich auch lustig, weil das sind so die Pokémon, wo nicht unbedingt jeder hat. So, also, dein letztes Pokémon, was du tauschen möchtest, ist... Hat eins ausgesucht. Nein. Aber anscheinend möchte er kein... Doch, er möchte noch Pokémon tauschen, dann such doch eins aus. Dann kann ich dir sagen, ob ich das denn brauche oder nicht. Wooluna ist ein wunderschönes Pokémon, denn, meine Damen und Herren, Wooluna ist klasse. So, wir bieten das Steinchen an. Also ihr seht schon, ich tausche auch die Pokémon und alles, die ich von euch bekomme, natürlich wieder zurück, wenn ich sie nicht mehr brauche. So. Entwicklungstechnisch fehlt da eigentlich am Anfang nur noch Sandama, Parasek, Digdri und Razaf. Danach käme dann schon diese Quapsel-Geschichte. So, wir haben gesagt, drei Tausche, also brechen wir jetzt den Tausch ab. Wir warten. So. Ihr seht mal, wie lange es teilweise sogar schon braucht zum Laden. Ich wollte gegen die kämpfen.
So, wir fahren mal auf die andere Seite von Malvenfroh. Wir fahren mal auf die andere Seite von Malvenfroh, denn, meine Damen und Herren, da gibt es nämlich auch was Besonderes, denn da gibt es weitere Pokémon-Kämpfe. Die können wir natürlich gebrauchen, um unsere Pokémon hier im Team weiterzuentwickeln. Wäre natürlich klasse, dann können wir nämlich mehr Pokémon tauschen, die bereits abgeschlossen sind. So, gegen dich will ich kämpfen. Hatte ich der Suse Duft hierher gebracht? Jetzt sag nicht, ich habe kein... Ich habe immer noch keine Entwicklung. So, dann tauschen wir halt einfach mal. Drei Pokémon wieder, die man zum Tauschen anbieten kann. Eieiei, Leute. Echt krank, wie viele Tauschanfragen wir bekommen. Echt krank. Hätte ich ja nie damit gerechnet. Die Resonanz in der letzten Folge war ja so... In der vorletzten Folge war so... Na. Jetzt aber sieht man, dass das Projekt doch ins Laufen kommt. Ins Rollen kommt. Das Projekt rollt erst und läuft dann ein bisschen. So, wir sind gespannt. Das ist ja übrigens mein Lieblings-Pokémon. Blödes Poké. Traumato. Ah, wo ist denn... Ah ja, das brauche ich tatsächlich. Nee, was ich gerade sagen wollte, ist natürlich, dass ich Traumato deshalb brauche, weil es nur Hypno zu fangen gibt. Dann gebe ich dir gerade Hypno. Evil. Oh meine Güte, wie soll man denn den Namen aussprechen? Wie soll man deinen Namen aussprechen? Ich nenne dich jetzt einfach Luca. Luca ist einfacher. Sei mir nicht böse, dass ich diesen ellenlangen Namen nicht aussprechen kann. Er nennt mich so ein bisschen an Unhafinir. Wer hat sich den Namen im Deutschen ausgedacht? Ja. Das war Traumato gegen Hypno. Bin mal gespannt, was er mir noch so anbieten wird. Sandan? Nö. Nö. Snobilicat, Level 99, sau cool, aber nee, ich habe schon Snobilicat. Oh Mord, auch sehr viele Pokémon mit dem Meisterball gefangen hier und auf Level 99, sehr merkwürdig. Razaf. Menki, Razaf, oh, das brauchen wir tatsächlich. So, dann gebe ich dir mal gerade Snobilicat. Also auf einem Wunder... Ich glaube, es war auf einem Wunderberg, wo ich es gefangen habe. Sicher bin ich mir da aber nicht. So, dann gibt es hier noch Phlegmon und La... Irgendwie sagt mir auch, dass Phlegmon irgendwie auf einer Insel war. Ich glaube, Phlegmon kann man auch hier fangen. Ich glaube, sogar Lamus kann man hier fangen. Also mit Phlegmon bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich es hier noch fangen kann. Wir gucken erstmal, aber... Was er mir noch so zum Tausch anbietet. Es ist Blutzuck. Das ist schön. Dann geben wir dir dagegen Voluna. Das brauche ich nämlich nicht mehr. Klasse, klasse. So, dann gucken wir mal, was er mir noch so anbietet. Das ist das letzte Pokémon übrigens, das er mir so regulär anbieten wird, beziehungsweise darf. Denn natürlich habe ich hier gesagt, wenn wirklich so viele Leute online sind, jeder will mal zum Tauschen kommen. Dann machen wir einfach so, dass 3 Tausch maximal ist und dann hat sich die Angelegenheit erledigt. Dann kann ich nämlich auch ein bisschen immer die Pokémon im Team trainieren und dann gleicht sich so das dann immer aus mit Tauschen und mit, ja, das brauche ich auch nicht. Kann ich Eier legen. Nö. Evoli kann ich übrigens auch hier fangen, von daher ist es völlig sinnlos hier mit Evoli. Austausch habe ich auch schon. Auch Mew habe ich bereits schon im Pokédex, mein Lieber. Sogar als Shiny. Ha, das Originale, aber geklont. Man muss fairerweise sagen, es ist geklont. Aber natürlich sind Status und die Werte identisch. Deswegen darf ich es sogar in Online-Turnieren verwenden. Ponita, Ponita. Wir haben doch schon Ponita im Team. Brauchen wir nicht.
So, ich gebe dir noch zwei Versuche. Zwei Versuche und danach darfst du hier nicht mehr mir Pokémon zum Tausch anbieten. Na komm, du wirst doch sicherlich noch irgendwas haben, das ich brauche. Phlegmon. Da weiß doch jemand, was ich brauche. Wir nehmen Flunkiefer, das kann sich nicht weiterentwickeln. Hier anbieten, tauschen. So. Wir brechen den Tausch ab. Und ja. Nett, dass du mir Dodo anbieten willst, aber das habe ich sogar schon. Von daher, mach dir nichts draus. Ich breche jetzt erstmal den Tausch ab. Drück B, drück A. Ja. Ein Teilnehmer hat den Tausch abgebrochen. Da war natürlich ich gewesen. So. Als allererstes mal, Leute. Wir werden als allererstes... Was hat denn der eingesetzt für eine Okra? Vielleicht nehmen wir die gerade mal an. So, klasse. EP-Kraft Level 3 können wir wirklich auch gut gebrauchen. Denn wir müssen ja zwei Pokémon in dem Team noch weiterentwickeln. Das werden wir ganz flink und schnell auf dem Radweg machen. Sieht ja übrigens echt klasse aus, wie der Radweg gemacht worden ist. Also... Finde ich super, wie sie es übernommen haben. So, da ist doch noch dieser hier. Ich muss meine Taktik überdenken, sag mal. Ich wollte doch sagen, irgendeiner wollte doch hier kämpfen noch. Elektroball! Ein echt schnelles Pokémon. Mach mal einmal Erdbeben. So. Dann gibt es Erfahrungspunkte erstmal. Und ich glaube, das reicht sogar für Ponita für die Weiterentwicklung. So wie ich das gesehen habe. Und Ammonitas müsste sich jetzt auch entwickeln zu Amoroso. Weil Klick-Di-Klack müsste auch genügend Erfahrungspunkte geben. Ach du lieber Himmel, 8000 über 8000. Schlammbombe brauchen wir jetzt eben auch nicht. Komm, hier zwei Entwicklungen. Also Ponita entwickelt sich schon mal definitiv weiter. Und auch Ammonitas im Bunde der Entwicklungen. Hier zu Amoroso. Kann natürlich echt klasse Attacken. Naja, eigentlich ja nicht so. Dornkanone erlernt es, glaube ich, jetzt direkt bei Level Up. Also die Attacken von Amoroso sind echt fürchterlich. Leider. Weil es kann eigentlich... Es hat so viel Potenzial und es kann einfach keine guten Attacken. Wer braucht denn Dornkanone? Guckt euch das einfach mal an. 20er, 100er Attacke. Und es kann Silberblick. Ach, das Pokémon ist so verschwendet, leider. Kabutops ist echt viel, viel besser als Amoroso. Schade, weil Amoroso auch eins meiner mitunter Lieblings-Pokémon ist. Dicta entwickelt sich? Dicta entwickelt sich! Hä? Welches Level ist denn das? Level 26 oder so. Ich habe nicht gewusst, dass es sich dann zu Dictree weiterentwickelt. Perfekt, die EP-Kraft übrigens angenommen. Es hätte es gar nicht laufen können. Oh, nein. Lauter Pokémon erlernen hier Attacken. Und im letzten Bunde Ponita entwickelt sich. So, geht doch. So, Ponita entwickelt sich zu Galoppa. Und die Liste wird immer schmäler und schmäler, Leute. Immer weniger Pokémon, die ich hier noch benötige. Galoppa, ein echt anmutiges Pokémon. Und schnell. Und schnelles Feuer-Pokémon auch. Warum lernen die alle so beschissene Serienattacken in Folge? Die können ja noch nicht mal Superschütze. So. Nein. 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 Erstmal nicht. Ach, du lieber Himmel. Wir sind förmlich überflutet mit... Ja.
Ein miserables Talent als ein Radfahrer haben wir auch übrigens. Leute, Leute. So, ich würde mal sagen, das war's hier erstmal von Projekt Chillerpin. Liken und favorisieren dieser Folge natürlich nicht vergessen, sodass auch eure Freunde sehen, dass euch dieses Projekt gefällt und ihr mich dabei unterstützt. Ganz wichtig auch nochmal die Codewörter durchzulesen, wenn ihr da nicht so mit vertraut seid, solltet ihr euch mal unbedingt das Video 0 in der Playlist anschauen, die auch in der Beschreibung und im Video selbst verlinkt ist. So, ich bedanke mich nochmal recht herzlich fürs Zusehen. Projekt Chillerpin, ein sehr, sehr großer Erfolg, wie man sieht. Und ich hoffe, dass ich euch zufriedenstellen kann, weil so viel tauschen... Ach Gott, ich kann doch mit euch gar nicht so viel tauschen, so viel wie ihr online seid. Ja, dementsprechend bedanke ich mich recht herzlich für die große Unterstützung bei diesem Projekt und hoffe, dass diese auch nicht abreißt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Projekt Chillerpin. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zusehen bei diesem Let's Play hier. Hier sind noch zwei Videos, die euch eventuell auch interessieren könnten, nämlich das Pokémon X Let's Play auf der linken und das Let's Glitch der 6. Generation auf der rechten Seite. Liken und favorisieren dieses Videos natürlich nicht vergessen und falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich auch unter dem Abonnieren-Button abonnieren.